Das Promi-Geflüster ist mal wieder on Tour. Nach langer Zeit durfte man mal wieder raus. Und zwar hat es uns heute nach Essen verschlagen zu Sonnenklar TV. Die Goldene Sonne Gala findet heute statt. Und das Ganze steht unter dem Motto 40 Jahre deutsches Privatfernsehen. Wobei wir eigentlich ehrlich sein müssen, eigentlich feiert das Privatfernsehen, das deutsche Privatfernsehen, erst in 2 Jahren sein 40-jähriges Jubiläum. Aber sei es, wie es ist, es sind natürlich viele Prominente von damals da. Jörg Dregger, Harry Weinfurt, Mareike Amado und. Wir lassen uns überraschen und wünschen euch gute Unterhaltung. Max Schautzer, heute mal wieder auf dem roten Teppich. Erstmal die Frage, wie geht's Ihnen? Es geht mir besser, danke. Sehr schön. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern, als wir uns damals unterhalten haben, Promi-Geflüster, da haben wir damals noch mit Audio gemacht. Heute sind wir auf Video umgestiegen jetzt und jetzt schon 15 Jahre. Ja. Und lange Zeit schon. Kann man stolz drauf sein, ja. Damals waren Sie ja mit dem Dietzwanner Steck auf Theater in Stuttgart. Mhm. Und heute stehen Sie ab und zu auch noch auf der Bühne. Oder was sind aktuelle Projekte? Ja, wir haben absagen müssen in Essen und in Düsseldorf. Und ich freue mich, dass ich dann nach Essen komme mit dem Theaterstück mit Horst Janssen und Christian Wolf. Ja, wunderbar. Und natürlich in so einem doch schon gehobenen Alter, wie halten Sie sich fit, da noch so lange auf der Bühne stehen zu dürfen? Naja, Theater hält fit, weil man den Geist und das Gehirn trainiert. Und wer den Geist rege hält, der ist auch körperlich dann auch fit. Ja. Jetzt natürlich nochmal Ihre andere Sendung. Ich meine, es ist lange Geschichte, aber wir sind ab und zu schon auch noch vor Ort. Wie schauen Sie es noch an oder finden Sie es gar nicht mehr so toll, immer wieder sonntags? Auch das ist Vergangenheit, das ist schon lange her. Das habe ich abgehakt. Ich schaue wenig Unterhaltung im Fernsehen. Okay, einfach nicht mal, weil es nicht mehr gut ist oder woran liegt es? Oder keine Zeit? Ich habe keine Zeit, weil ich jetzt in dieser spannenden Zeit im Weltgeschehen mich orientieren möchte. Und da hat man so viele Informationsquellen. Und wenn man die nutzt, ist man dann damit voll auf beschäftigt. Hallo, guten Tag. Hallo. Wir haben gerade bei der Anfahrt eigentlich vernommen, du bist heute ziemlich streng unterwegs oder dieses Wochenende. Morgen geht es schon wieder in den Fernsehgarten. Ja, morgen früh werde ich schon um 6:30 abgeholt. Dann heißt es heute gar nicht lange Party machen, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe ein gutes Aushaltsvermögen. Sehr schön. Und auf was freust du dich heute, die Kollegen wieder zu treffen? Oder was ist das Schöne heute bei 40 Jahre deutsches Privatfernsehen? Ich warte ab, ich kann es nicht sagen. Ich lasse, wie Rudi Carrell schon sagte, ich lasse mich überraschen. Wir lassen uns überraschen, genau. Apropos Rudi Carrell, das war ein gutes Stichwort. Ich habe leider auch gesehen, erst zu kurz wiederum, du warst damals Assistentin bei ihm in seiner ersten Show sozusagen, am laufenden Band. So habe ich angefangen, am laufenden Band. Christian, grüße Hallo, dich. Na? Heute dafür live sozusagen. Ja, heute live, letztes Mal habe ich es verpasst, aber genau. Heute sowas von live. Jetzt hätte ich eigentlich erwartet, du kommst mit einem Testbildanzug. Ja, habe ich auch erst überlegt, aber ich dachte mir, nee, ich wollte noch ein bisschen mehr rausholen als sonst. Deswegen dachte ich mir, der passt gerade ganz genug so. Sehr gut. Du, dabei, ich sag mal, ich weiß nicht, das Publikum kennt dich das überhaupt? Du bist eigentlich eher immer vor der großen Show zu sehen, in einem Studio. Das ist richtig. Dadurch kennt mich ja das Publikum, was im Studio ist. Und das war die letzten 25 Jahre ganz viele Leute, die mich da gesehen haben. Deswegen, mich kennen die schon alle da. Was für Shows hast du lieb gewonnen? Wo bist du gerne dabei? Bei welchen Produktionen? Also ganz gerne bin ich bei Der Preis ist heiß ganz neu wieder mit dabei mit Harry Weinfurt. Das ist ja auch meine absolute Lieblingsshow. Deswegen freue ich mich, dass ich bei der auch dabei sein darf. Bei Dieter Nuhr bin ich auch total gerne. Und Gott, hoffentlich vergesse ich keinen. The Voice of Germany, auch seit 11, 12 Jahren mittlerweile, seit der ersten Show mit dabei. Das sind so Sachen, die richtig Spaß machen. Genau. Wir haben uns ja oft beim ZDF getroffen. Caroline Reiber etc. Auch da warst du schon immer dabei, ne? Auch da war ich immer dabei. Dann kam der Nebel und jetzt Giovanni Zarella und morgen Fernsehgarten natürlich. Schon wieder nach Mainz. Dann nimmst du Mareike gleich mit. Die nehme ich mit und ich glaube, einer der auftretenden Sänger ist morgen auch da, habe ich vorhin gehört. Also wir machen eine Gruppenreise morgen nach Mainz von hier aus. Alles klar, okay, dann kommen wir auch noch mit.
Alles klar. Habt ihr noch Platz im Gepäck? Ich hab immer Platz. Gar kein Problem. Okay. Bis später. Bis später. Sehen wir uns mal live. Ich freue mich sehr, sehr, sehr. Schön, dass du da bist. Ja. Juhu. Schön, dass du auch da bist, natürlich. Ja. Was wird man von dir heute erwarten? Du hast gelesen, du sorgst heute für Musik, wirst so richtig das Partypublikum einheizen, oder? Ich freue mich wahnsinnig, denn ich darf heute meine neue Freaky Single 2022 präsentieren und ich mache euch alle freaky. Oh yeah! So, lass mal stehen. Ja, ne? Bis später.